Ja, und das können wir so machen. Okay, danke. Tschüss. Mama, wann geht's essen? Ja, gleich. Habt ihr auch manchmal kaum Zeit? Vielleicht nur eine Viertelstunde Pause? Trainerin Imola zeigt uns, wie wir diese Pause trotzdem gut nutzen können, um fit und gesund zu bleiben. Einfach ein paar Dehnübungen machen, etwas für die Stabilisation tun, das tut uns gut und das tut dem Körper gut. Alle können mitmachen, vom kleinen Kind bis zur älteren Seniorin, vom Altenpfleger bis zum Zahnarzt. Also auch du. Viel Spaß dabei. Hallo, ich bin Imola und ich möchte gerne heute mit euch zusammen ein paar Übungen durchgehen, die man hervorragend vormittags, nachmittags einfach nur so zwischendurch durchführen kann. Ihr braucht keine Geräte, könnt euch gerne zwei oder einen Stuhl hinstellen für die Übung, wenn wir Gleichgewichtsübungen machen. Ja, und wir fangen an. Die Füße sind hüftgelenkbreit auseinander und erstmal ganz entspannt die Schulter abwechseln, nach hinten kreisen, abwechseln rechts und links. Erstmal kleine Bewegungen. Und die Bewegungen werden größer und größer. Ihr könnt gerne Ellenbogen mit dazu nehmen. Jetzt darf Oberkörper schon auch mitmachen und den ganzen Arm nach hinten kreisen. Die Bewegungen wieder kleiner. Beugten Arm wieder. Und wieder nur die Schultern. Sehr schön. Wir halten die Arme seitlich. Ich stelle mich ein Stückchen schräg, damit ihr mich gut sehen könnt. Die Arme, die Handinnenfläche zeigt nach oben und nach unten drehen. Und macht auch für die obere Wirbelsäule mit. Rund machen, so weit wie geht, Oberarme nach innen drehen, nach oben und Blick auch nach oben. Rund drücken und strecken. Die Schultern weg vom Ohr. Schön unten halten. Noch fünfmal. Und vier. Drei. Zwei. Und noch einmal. Gut. Könnt auch gerne zwischendurch die Füße und die Beine einmal durchbewegen. Wir sind immer noch hier oben, Oberkörper. Die Arme hängen, Schulter ist unten, Schulterblätter hinten an Wirbelsäule dran ziehen. Und ihr versucht jetzt an euer Oberschenkel lang so tief wie möglich bis zum Knie zu kommen. Anderen Arm hoch und der Kopf. Wieder zurück zur Mitte und andere Seite. Tief nach unten und die andere Seite öffnen. Macht das ruhig und langsam. Eine Seite geht runter, den anderen Arm hoch.
und auf die Atmung achten, dass ihr Luft nicht anhält, ruhig weiteratmen. Zweimal jede Seite noch. Jetzt sind aber die Füße und die Beine dran. Ihr könnt, müsst nicht, könnt gerne einen Stuhl näher ranholen. Nur falls ihr braucht. Ich fange mit rechter Seite an. Linkes Bein, linker Fuß bleibt wie festgeklebt. Ihr könnt mit Ausfallschritte nach vorne, zur Seite und nach hinten. Und wie gesagt, bei Bedarf könnt ihr euch auch gerne festhalten. Wir wollen einmal ein bisschen die Sprunggelenke warm machen. Einfach, wie es euch gefällt, nach vorne, nach hinten, zur Seite und auch gerne überkreuzen. Auch hinten überkreuzen. Und versucht es ohne Festhalten. Wenn ihr möchtet, könnt ihr ganz leicht die Hand drauflegen. Reicht schon häufig, nur um Kontakt zu halten. Links ist immer noch festgeklebt. Noch zwei, dreimal und dann wechseln wir. Sehr schön. Wir wechseln. Ich habe natürlich praktischerweise jetzt zwei Stühle, damit ich euch immer sehen kann. Ihr mich sehen könnt. Jetzt ist rechtes Bein, rechter Fuß festgeklebt und macht mit linker Seite, linkes Bein Ausfallschritte. Auch hier denkt an Überkreuzen. Gut für die Sprunggelenkbänder. Und auch hier noch zwei, dreimal. Vorne, Seite, hinten. Wir bleiben noch immer noch dabei. Die Stühle brauchen wir noch. Wir machen immer noch was mit dem Bein. Eine Seite ist erstmal genauso wie vorher, ist erstmal jetzt eine Seite dran. Ihr versucht Gewicht erstmal zu verlagern auf euer Standbein und Spielbein nach vorne und nach hinten schwingen. Standbein ein wenig Knie beugen, könnt ihr ein bisschen mehr Stabilität. Die Schulterblätter immer noch dran, an Wirbelsäule ranziehen und nach vorne und nach hinten schwingen. Wir bleiben bei der Seite, aber wir wechseln jetzt die Richtung vorne. Nach rechts und links schwingen. Und auch hier die Möglichkeit, kurz sich abzustützen. Versucht auf Standbeinseite die Zehe auch nicht zu krallen. Ihr habt mehr Auflagefläche, wenn die Zehen gefächert auf dem Boden liegen. Wir haben jetzt schon Wirbelsäule, Beine, ein bisschen Hüftgelenk dran gehabt und wir kreisen jetzt mit dem Hüftgelenk. Immer noch die gleiche Seite.
Und 3, 2, 1. Sehr gut. Natürlich wollen wir auch noch die andere Seite warm machen. Wieder Füße ziehen, auseinander, Knie ganz leicht gebeugt und nach vorne und nach hinten schwingen. Auch auf diese Seite vor dem Körper nach rechts und links. Drei, zwei, eins. Kreisen nicht vergessen. Und gleich aus dem Gleichgewicht. Ihr braucht jetzt die Stühle einmal wieder nicht. Schieb sie auch ein bisschen aus dem Bild. Ich stelle mich nämlich wieder ein bisschen schräg, damit ihr mich gut sehen könnt. Wir können uns auf unseren Oberschenkel abstützen und machen Katzenbuckel, richtig Hornbuckel. Und wir das soll strecken. Auch hier bitte Schulterblätter immer an Wirbelsäule balancieren. Weg von den Ohren. Abwechseln. Rundrücken. Und Wirbelsäule strecken. Vielleicht kommt ihr auch jedes Mal ein Stückchen weiter nach oben Richtung Decke mit den Wirbelsäulen. Und auch ein Stückchen tiefer mit dem Brustkorb, wenn ihr Wirbelsäule streckt. Wir erweitern jetzt die Übung. Ihr könnt euch weiterhin auf den Oberschenkel abstützen, aber ein Arm geht Richtung Decke und ihr blickt hinterher. Abwechselnd eine Seite, jetzt muss ich meinen Rücken zu euch drehen. Wechselnd rechts und links. Hier auf die Atmung achten. Ihr könnt auch gerne in euer eigenes Tempo langsamer beide Seiten noch einmal. Einmal rechts, einmal links. Wenn ihr möchtet, könnt ihr kurz euch aufrichten. Aber es gibt noch eine Steigerung zu dieser Übung. Und zwar, immer wenn ihr oben seid, beginnt ihr von hier und stützt euch nicht ab wie vorher, sondern taucht einmal mit dem Arm unter Arm und Oberschenkel durch und wieder hoch. Diesmal bleiben wir bei einer Seite. Durchtauchen, Wirbelsäule schön drehen und zweimal hoch und noch einmal senken. Einmal aufrichten, Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Schulter nach unten und die andere Seite. Knie beugen, Becken nach hinten, anderen Arm Richtung Decke und unten durchtauchen zwischen Arm und Oberschenkel. Hoch und unten durch.
Und auch hier noch zweimal. Und wieder aufrichten. Auch jetzt die Schulterblätter nach hinten unten ziehen. Auch einmal gerne die Arme und die Beine kurz ausschütteln. Wir haben viel mobilisiert. Jetzt möchte ich gerne mit euch noch zwei gute stabilisierende Übungen machen. Die Füße sind wieder Hüftgelenk, weit auseinander. Ihr könnt ganz leicht wieder die Knie beugen. Stefan, mal ein bisschen stabiler. Die Arme, die Hände finden vorne zusammen. Wir drehen uns ganz langsam entspannt zur Seite. Und mit der Ausatmung schnell in die Mitte zurück. Rechts und links abwechseln. Einatmen, langsam zur Seite. Ausatmen, schnell in die Mitte zurück. Hier wieder einen Stuhl. Ihr könnt breiter stehen als bis jetzt und versucht auch schon ein bisschen so euch rein zu pendeln, nach rechts und links, Gewicht verlagern. Wir werden gleich auf einer Seite stehen bleiben. Also könnt ihr schon ein bisschen testen, wie weit kann ich Fuß hochheben, kann ich auf ein Bein stehen. Vielleicht brauche ich gar keinen Stuhl. Noch einmal und beim nächsten Mal bleiben wir stehen. Fuß oben verlässt den Boden. Ihr könnt jetzt entweder euch wieder gerne festhalten oder versuchen, ohne festhalten. Bein bleibt hier in der Luft und ihr versucht mit dem Arm eine in Verlängerung mit dem Oberkörper Bewegung oben reinbringen, so dass man unten unsere Füße und Kniegelenke und die Bänder und die Sehnen ein bisschen was zu tun haben, ein bisschen arbeiten müssen. So wie ich. Ausschneiden. Und ich zeige einmal die Variante, wenn ihr euch festhalten möchtet, könnt ihr natürlich auch zwischendurch kurz loslassen und trotzdem ein bisschen oben aktiv bleiben und zwischendurch immer die Hand zur Sicherheit absetzen und ein bisschen experimentieren, loszulassen. Andere Seite. Auch hier gerne zwischendurch einmal hin und her pendeln, damit die Füße auch ein bisschen Bewegung bekommen. Und zwei, eins, stehen. Genau. Und hier horcht in euch, steht sicher. Sind meine Zehen auseinander? Ist mein Knie ein wenig gebeugt? Dann kann ich jetzt versuchen, den Oberkörper ein bisschen Bewegung reinzubringen. Und die Arme abwechseln in Verlängerung mit der Wirbelsäule. Über den Kopf heben. Oder auch gerne mit festhalten. Oder Kontakt halten, gar nicht wirklich festhalten. Und vielleicht ist es dann von Tag zu Tag sichtbar und spürbar, dass ihr mit immer weniger Hilfe die Übung machen könnt. Ich
wünsche euch einen schönen Tag und bis zum nächsten Mal. Tschüss!